Die Gemeinde Amsterdam hat Anzeige gegen Vandalen erstattet, die Freitag Nacht die Statue der Hafenarbeiter auf dem Jonas-Daniel-Meyer-Platz in Amsterdam mit gelb-grünen Farben beschmiert haben. Der Hafenarbeiter erinnert an den Generalstreik der Arbeiter im Februar 1941 in Amsterdam gegen die Judenverfolgung durch die deutsche Besatzungsmacht im Zweiten Weltkrieg. Die Täter waren vermutlich Anhänger des Fußballclubs AD Odenhaag, dessen Clubfarben gelb-grün sind. In der kommenden Woche sollen zum Gedenken an die Opfer auf dem Platz Gedenkfeiern abgehalten werden. AD spielt am Sonntag in Den Haag gegen Ajax Amsterdam. Die Täter werden die Reinigungskosten bezahlen müssen, sagte ein Polizeisprecher. Auch auf andere Stellen in Amsterdam wie Verkehrsschilder, Bushaltestellen, Fenster von Cafés wurde gelb-grüne Farbe versprüht. Unter eindeutigen Sprüchen wurden Hakenkreuze gemalt, Täter posteten Aktionen auf Instagram, Ajax-Logos wurden mit schwarzem Graffiti übersprüht. Auch ein Café im Stadtteil Betondorp, wo Johann Cruyff aufgewachsen ist, wurde mit gelber und grüner Farbe beschädigt. Die Täter nahmen ihre Aktionen auf und posteten sie auf Instagram. Die Clubleitung von AD Odenhaag distanzierte sich von der Aktion. Wir wenden uns als Verein gegen diese unbegreiflichen Taten, betonte ADO-Direktor Matthias Manders. Es ist respektlos und traurig, auch Politiker reagierten entsetzt. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialdemokraten PvdA im Parlament, Lodewijk Asscher, und der rechtsliberale Abgeordnete Dylan Jessilger hoffen, dass die Täter juristisch verfolgt werden. Das ist gottlos. Zeigt ihnen, dass sie nicht davon kommen mit dieser Art Gift, twitterte Asscher. Ich bin unglaublich enttäuscht und traurig. Null Toleranz dem Antisemitismus, teilte Jessilger über Twitter mit.